Hallo und herzlich willkommen bei Prado Mate. Schön, dass ihr alle dabei seid. Heute zu einem neuen EAFC 24 Video. Und vor kurzer Zeit haben wir ein Video hochgeladen. Wir haben es das Godback genannt. Es war wirklich unglaublich gut. Und jetzt sind wir wieder zurück. Ein paar Tage danach kommen wir wieder zum Bonus, zu dem 10x83 Plus Back. Schauen wir, ob es noch so gut ist wieder, ob das Backlog noch da ist. Hoffentlich endet's gut. Wie haben wir das Back so schneller gespielt? Eigentlich im Moment ziemlich durch diese Spiele. Ich habe jetzt schon 25 von 30 von diesen Squad Battle Spielen. Ich habe auch schon den Dinger gespielt, den Rainer. Ja, ich habe viel gemacht. Man kann viel laufen lassen. Einfach auf Halbprofi die Squad Battle Spiele einstellen und dann schießt drei Tore am Beginn und dann läuft weiter. Da kannst du im Moment ziemlich gut grinden. Anno. Wenn es nicht unbedingt die Motivation hast, da jetzt alles neben zu sitzen, was auch andere Vorteile hat. Du bekommst zum Beispiel, du kannst auch das mit den Silberaufgaben machen und den Bronzeaufgaben machen, die es da gibt. Ich habe es mit den Silberaufgaben fertig gemacht. Ich habe nicht immer genug Bronzespieler für Bronze-Team. Ich habe alles verscherbelt und in SPC scout damals. Ja, da sind wir bei 129 Squad-Battle-Siegen. Auch das ist natürlich da durchaus machbar, dass man da jetzt aufs ultimative Backup. Vielleicht sogar die Woche kommen, wenn wir die so weitermachen. Ist das schlimm? Schauen wir mal. Wäre cool bei dem Event noch. Ich finde das Event cool, was jetzt kommen ist. Ich mag das immer. Ich wünsche mir, dass ich einen von den Spielern jetzt sehe, einfach aus den Rewards. Also machen wir die Rewards auf. Es ist Rang 19 bereits. Es ist unglaublich, dass wir noch so ein Back bekommen. Ich finde das cool, dass es sowas gibt jetzt da am Beginn vom Spiel. Und dann mit 850 XP gibt es dann das nächste. Da gibt es eigentlich kein richtig gutes Pack mehr. Ja, schauen wir mal, ob ich dann vielleicht irgendwann nochmal auf diese Frantis gehe, dass ich die Aufgabe auch noch mache. Aber wir haben jetzt da dieses, ja, vielleicht alles entscheidende Pack für die Zukunft von der Mannschaft. Wenn da irgendwas Gutes drinnen ist, so wie beim letzten Mal, wo alles drinnen war, was man braucht. Also von dem Pack spielen wir, glaube ich, heute noch 50% oder so. Das Spiel. Das war so gut und schauen wir mal rein. Schaut euch das Video an und in der Zwischenzeit, ich hoffe, ihr habt genauso viel Glück wie ich damals und schreibt mal rein, was ihr gehabt habt und ich mache inzwischen jetzt mein zweites auf und bin nervös. Der Walkout, ich habe keine Ahnung, Frankreich, RF, ist er da den Pele? Es ist da den Pele! Jawohl! Das ist so, wow! Ja, 300k Spieler, oder? 300k für den Bele. Wow, ich bin gerade baff. Ich hab nicht geglaubt, dass irgendwas so Gutes rauskommt. Kein Double Walkout, das wäre noch cool gewesen. Double Walkout sind das Coolste. Aber hat sich ausgezahlt, den Bele Untrade ist super Sieg, ist einer der besten Spieler auf seiner Position. Und sonst ist das Becken leer. wäre noch cool gewesen, wenn wir ein Ding aufgemacht hätten. Hier haben wir Sané, Botman. Ja, so ist das. In Summe trotzdem fast 300k wert wahrscheinlich im Moment. 250, er wird sich wieder steigen. Irre, irre, passt perfekt. Ja, ein Traum. Aber wenn der Rest wirklich bescheiden ist, da hätte man zumindest einen Walker oder so einen zweiten, einen A86er. Aber sonst leider nichts, was man spielen kann. Sané, wenn man nicht hat, kann man sicher spielen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das Video. Wenn es euch gefallen hat, ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und schreibt mal rein, was ihr gehabt habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.